Ich gehe jetzt aber ins Server drauf. Ich glaube, wir werden hier viel zum Lachen haben. Ich war hier seit einem halben Jahr nicht mehr drauf. Anscheinend wurde ich entbannt. Er hat mir erlaubt, nein, darf man Schwarzgeld im RP erkennen? Das will ich sagen. Mit wie vielen Personen darfst du nicht auf diese anerkannten Gruppen agieren? Was RP für RP verlassen ist, ist verboten. Das maximale Lösegeld für eine Geisel beträgt. Das Button Gegenstände Waffen abziehen. Darf man Kopfgeld für das Töten eines Spielers aussetzen? Nein. Wann endet eine Schussankündigung? Darfst du seine Ziele erschießen, wenn er dich leicht nervt? Oh mein Gott, wie schlecht, Alter. Man muss hier einfach 20, 30 Fragen beantworten. Wie bad, Alter. Du machst einen Lager und verhandelst mit Beamten. Der Beamte lehnt deine Firma ab. Wie reagierst du? Ich mache jetzt einfach random irgendwelche Fragen. Ich habe keinen Bock auf. Was ist Covert-Logging? Was ist Safe-Zone besonders verboten? Was ist Thema? Wann darfst du eine Person etwas aus dem Inventar nehmen? Was muss ein Überfall auf andere Spiele erfüllt sein? Was OC? Wenn die RP während einer Bedrohung durch eine Waffe klar gemacht wird, dass sie ihm eine Waffe abnehmen will, musst du Räuber den Waffe geben. Was ist das höchste Gut? Mein Leben. Was ist RDM? Random Deathmatch. Was ist VDM? Vehicle Deathmatch. Gibt es alleine zwei Personen oben nicht aus, sie sehen von dir mit einer Waffe ohne auf dich bedrohen, was machst du? Dann kommst du Forderung nach. Bestanden, let's go. Nicht mal das Regelwerk gelesen, Bruder. Und dann besteht das einfach. Das ist so schwachsinnig einfach. Die legendäre Frisur ist dabei. Wie ist der Server eigentlich, ja? Gibt's da gutes RP? Oder ist das wie damals? Immer noch Moch. Bin fertig. Ist das immer noch mit VDM, dass du viermal VDM darfst, bis du gebannt wirst? Echt? Oh mein Gott. Ernst? Krass. Alter, was ist das denn hier für eine Scheiße, Mann? Alter, was ist das hier, Lan? Alter, was ist? Samo, Bruder, Samo, steig ein, Bruder, steig ein, Bruder, schnell, steig ein, steig ein, steig ein. Die Hast du töten Waffe? dich, steig ein, steig ein, dich töten nicht, steig ein, steig ein. Warum das denn? Bruder, keine Ahnung, das Problem ist hier, Bruder, die wollen dich ja direkt töten, das ist das Problem. Warum? Halt sich hier niemand an die Regeln? Nein, nein, Bruder, das ist halt leider hier so. Alter, wer macht denn hier dann, wer kommt denn danach hier? Was machen die Leute denn hier? Warte kurz, hörst du mich? Ja, wie kann ich schreien? Bruder, du drückst auf Y-Muskel. Geht bei mir nicht. Geht nicht, dann doch, doch, drück mal. Ich drück doch Amonago eben. Warte. Aber Bruder, du musst das einstellen, ja. Ich kann dir was sagen jetzt, okay? Was denn? Komm, der Starti, Bruder, damals drauf warst, ne? Ja. Der hat sich gar nicht geändert, Bruder. Der hat sich komplett gar nicht geändert. Nur, die versuchen ja ein bisschen jetzt mehr halt auf RP einzugehen und reduzieren so ein bisschen Gamba. Weißt du, was ich meine? Guck mal, verpiss dich doch, du. Ja? Gib mal eine Waffe, ja? Tamam, was willst du Beim haben? Fahren schießen erlaubt? Ja, natürlich, natürlich, Bruder. Also auch als Fahrer? Ja, natürlich, Bruder. Ich verstehe. Kannst du mir eine Waffe geben? Bruder, was willst du haben? Ich hab nur eine AP, Bruder. Ist das nicht mit Gökhan, Alter? Wo ist der Gökhan? Ist immer noch hier. Welcher Gökhan? Der Gökhan, Alter. Wer ist das? Keine Ahnung, der Schnittlauch Gökhan, Alter. Keine Ahnung, Bruder. Ich weiß nicht, was du meinst. Was willst du machen? Ich will dich jetzt nicht nerven, Bruder. Ich wollte dich nur da wegmachen, weil die dich alle töten. Gib mir eine Waffe. Tamam, Bruder, komm. Normalerweise, ich gebe niemanden, aber komm, Bruder. Diese AP-Pistole gebe ich dir von Herzen, tamam? Ich danke dir, Mann. Ich gebe dir am Ende wieder. Nein, nein, Bruder, alles gut. Nimm dir einfach Scheiß drauf, Digga. Das wollte ich hören. Guck mal, der da hinten. Bruder, jetzt komm, steck mal, ich habe eine kurze Frage an dich. Hendo, sofort! Was denn für eine Frage? Steck mein Bruder. Guck mal, die Sache ist, ich guck sehr lange deine Videos und so, tamam? Ich hab letztens, Bruder, in Beste vielleicht noch? Beste? Tamam, steck aus. Warum denkst du nicht denn direkt dran, mein Bester? Bruder, ja, ich weiß nicht. Nur eine, alte Geier. Bruder, ich hab nichts mehr, ich hab nichts mehr, ich hör auf meine Mutter. Ja, alles gut. Alter, die werden dir instant angezogen, was ist das für eine Scheiße? Ich weiß, Bruder, ich lass weiß. Mich fahren, lass mich fahren. Oh, tamam, tamam. Oh, verdammte Scheiße. Was war denn deine Mission? Wolltest du die Tankstelle zum Explodieren bringen oder was war da los? Wollte der? Warte, fahr, 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 fahr. Wollte der die Tankstelle zum Explodieren bringen? Nein, nein, das geht hier nicht, das geht hier nicht. Wie, das geht nicht? Das geht hier nicht, Bruder. Ich hab nur eine kurze Frage, Bruder. Ich denke, wir sollten in Bewegung hier bleiben. Xeon, du kennst da, ne? Ja. Und davor, Bruder, ich hab Projekte angeschrieben. Ich meinte zu denen, ey, Jungs, lass mal, mach mal Headshot One-Shot, weil Xeon ist ja nicht Headshot One-Shot, ne? Mhm. Weil, ihr könnt zum Beispiel gute Streamer bekommen, so wie Sam und so, ne? Die haben so scheiße gelabert, so Projektleitung dieser Night. Wir wollen keine Troller und so welche Scheiße auf unserem Server, weißt du? Ja. Und, letztens war dann ein Stream drinne, Bruder. Und du weißt, du bist auch so ein neuer Typ, Bruder. Wenn jemand einmal so Scheiß labert, dann ist es ein Bastard, weißt du? Ja. Deswegen habe ich gesagt, nein,
so mit Klausuren, aber anders geschrieben, weißt du? Da bin ich halt nicht gesperrt, Wette. Warum lutscht jetzt Samus Eier und davor hast du so und so gesagt, ne? Darauf wurde ich gesperrt, Bruder, dann habe ich einen Warnungsantrag gemacht und der wurde abgelehnt. Kannst du da mich gucken vielleicht? Ja, wie heißt du denn? Warte, ich sag dir sofort, Bruder. Ich höre nicht zu, Mords, hört ihr zu? Was denn? Ja, was denn los? Ist fit? Ja, bei dir? Ja, auch. Bist du es, Gökhan? Was? Wer bist du? Oh, warte, ganz kurz. Du bist doch Gürkan oder nicht? Ist richtig. Was geht, Gürkan? Ey, yo, wer bist du denn? Aussteigen. Dann doch. Ja, was machst du hier? Ja, ich fahr hier noch rum. Ja, okay, fahr weg. Hat einer von euch meinen Kumpel gesehen? Der ist tot. Habt den vernascht. Was? Ich hoffe, wir haben kein Problem deswegen. Wo ist der denn? Keine Ahnung, nur im Müll. Willst du mitfahren? Fahr weg! Hallo, ich zeig dir die City. Wegfahren! 3, 2, 1. Fahr weg! Ich hab dich oft genug gewarnt. Reicht jetzt. Was hat der gemacht? Du Penner, warum mischst du dich ein, du Penner? Was ist deine Mission? Warum sind denn hier so viele Leute? Hallo. Ja. Wo ist der Call? Wie, wo ist der Call? Ich ziehe auf seinen Kopf mit einer Waffe und sag, ziel, fahr weg. Ja, das ist kein Call. Natürlich ist das ein Call. Das ist ein Call, wenn ich auf seinen Kopf ziele und sage, fahr weg, sonst erschieße ich dich. Was soll ich jetzt sagen? Zum Glück. Guck mal die VOD bei Twitch. Tu jetzt nicht so. Guck dir die VOD an und gönn dir noch ein bisschen Popcorn. Gökhan kommt, Support. Gökhan, ich warte, du Fanboy. Ich weiß ganz genau, dass du in meinem Stream bist. Und ich weiß ganz genau, dass du geil drauf bist, in einem Stream gesehen zu werden. Ich warte im Support. Wir haben was zu bereden. Ich wurde gebannt. Zu Unrecht. Gökhan, was soll das? Kein Schussgold war. Ich hab doch Schussgold gegeben. Oh mein Gott, eigenes Support hat er gemacht. Gökhan, wieso so schlecht? Ja, ich darf eigenes Support machen. Ich hab dem gesagt, fahr weg oder ich erschieße dich. Das ist doch eindeutig genug. Das ist aber ein Schusscall. Ich hab dir sogar zweimal gesagt und du bist trotzdem da geblieben, weil du einfach weißt, wer ich bin. Ich hab auf deinen Kopf gezielt, geh hier weg, sonst passiert was Schlimmes, hab ich gesagt. Ich schwör auf deine Mutter, du wusstest nicht, wer ich bin. Ich schwör auf alles, ich hab dir noch nie vorher gesehen. Warum bist du überhaupt nach da gekommen? Im Nirgendwo? Du bist ja nicht mal in der Fraktion in der Nähe, ne? Du bist ja eine andere Fraktion. Hast du das zu suchen? Ich soll nicht hinfahren, hä? Fahr ich weg! Fahr weg! Hallo, ich zeig dir die City. Wegfahren! 3, 2, 1. Du hast ja keinen Schusscall gegeben, hä? Was für kein Schusscall, Mann? Ich hab geschossen! Grad, hä? Ey, Gökhan, du bist so scheiße! Tatsächlich, ich find's zwar an sich ein bisschen übertrieben, aber er hat damit recht. Es ist kein Schusscall gesetzt. Ich hab doch gesagt, fahr weg oder es passiert was Schlimmes. Könnte kein Deutsch? Nein, was Schlimmes ist kein. Ja, okay, sagen wir so, aber er hat sein Leben trotzdem nicht geschützt. Nee, es ist ja nur Leben nicht geschützt. Hättest du einen Schusscall gegeben? Ich hab doch ganz auf den gezielt. Ja, aber trotzdem, sobald er mit Waffe zielt, muss er sein Leben schützen. Regelwerktechnisch hätte Gürgen auch irgendwie sein Leben schützen müssen. Fahr weg oder es passiert was Schlimmes, ist doch viel besseres RP, als wenn du sagst, aussteigen oder es knallt. Ich sag dir aber ehrlich, wie du das findest, das interessiert dir eigentlich keinen. Gürgen, wer hat dann gefragt, dass du dich melden darfst, Gürgen? Ich schütze mir erstmal dein Leben. Ist eigentlich sofort überhaupt erlaubt bei euch? Ja, natürlich. Ja, das heißt natürlich, aber ja, ist erlaubt. Jungs, könnt ihr mich dann entsperren? Negativ. Warum denn nicht? Hä, wollt ihr mich verhalten? Für sowas? Nein, das liegt in Gürgens Hand. Du kannst mich auch für sowas nicht bannen, das ist so peinlich. Entbannst du mich jetzt oder nicht? Nee. Oh mein Gott, Gürgen, du blamierst dich gerade voll, wa? Das interessiert mich herzlich wenig. Warte mal, wir stürmen jetzt erstmal ein Supportgespräch, damit dieses Fangebäue weggeht erstmal, weil Gürgen anscheinend ein bisschen Fanboy-mäßig unterwegs ist. Kannst du mich jetzt entbannen? Oh mein Gott, Alter, Gürgen, Eigensupport, du bist so ein Fanboy, holy shit. Oh mein Gott! Ach du Scheiße, der schlechteste Supporter, den die Menschheit jemals gesehen hat. Ich bin vielen Admins begegnet, aber du bist die Krönung. Bist cool oder so? Sei ehrlich. Was denn? Ist cool? Wie? Ja, nein, allgemein so. Hier sieht zu sein wieder. Ja, was willst du denn von mir? Was wolltest du von mir? Was du hier machst, frag ich nur. Ich wollte nur ein bisschen RP machen, darf ich nicht? Bisschen RP? Ja, ich hab bis jetzt nichts gemacht, oder? Okay. Wieso hast du mich denn jetzt zu dir geholt? Aber mich würde interessieren, wie du entbannt wurdest. Keine Ahnung, ich hab die Bannliste halt geleert, ich war wieder drauf. Ich konnte wieder Bannliste haben wir geleert? Keine Ahnung, ich bin entbannt auf jeden Fall. Sicher? Ja, sicher. Mhm. Warum, was ist los? Ja, ich wüsste nicht, wer dich entbannt hätte und Bannliste haben wir auch nicht geleert. Ja, was willst du machen? Willst du mich wieder bannen oder was? Nö, möglich. Ey, Jungs. Aber warum? Ich hab ja gar nichts gemacht, Gökhan. Check mal alle Insta-Boran62er. Mann, verpiss dich. Gökhan, willst du mich bannen oder was? Ey, geh weg. Ich hab doch gar nichts gemacht, Mann. Gib mir doch eine Chance. Ja, gib mir doch eine Chance. Sicher. Ja, ich mach nichts, Gökhan. Keine Schwanni. Ja, Gökhan, lass mal irgendwo hin. Gökhan, du Schwanni. Gökhan, du Schwanni. Ja, ich mach doch nichts, Mann. Lass mich das mal versuchen. Ja, lass mich das versuchen, Gökhan, Mann. Eine Chance. Okay. Alter, den Gökhan. Hätte ich niemals gedacht, dass ich den nochmal sehe. Wo hast du damals so gemacht, ja? Ja, weiß nicht.
Warum? Bist du immer noch bei der Geschichte, dass das Schusscall war? Also ich sag dir, wie es ist. Weiß nicht, also es ist ein bisschen komisch so, aber bei uns war es natürlich kein Schusscall. Hat sich mittlerweile geändert. Könnte ich jetzt auch einfach wieder bauen, aber wenn du möchtest, kannst du spielen. Ja, okay. Darf ich Streams einfach abknallen, wenn die mich nerven? Ja, ich guck dir zu, ich spann die, alles gut. Aber wenn du nicht spannst, wenn ich Nerven zu mir fahren... Ja, aber töt nicht direkt, ich spann die schon, alles gut. Lass mich die killen, komm, Gürka macht keinen Miesen. Ja, aber ich spann die ja. Ja, du kannst die bauen, aber wenn das zu lange dauert, kann ich die töten? Ja, wenn es zu lange dauert. Ja, okay, mal sehen, was du, wie du es machst. Okay, perfekt. Oh, ich geb dir sogar ein cooles Auto heute. Okay, Mann, Gürka, du bist ja doch nicht so ein Shitlauch. Ja, natürlich. Bist du eher BMW oder Ferrari? Gib mir das schnellste, Gürka, so richtig so ein Importauto. Ja. Was kostet der? Ja, fahr einfach, alles gut, ein Stück. Aber ich will wissen, ein Stück, was wird der denn kosten? Bist du eigentlich die Projektleiter oder was? Ja, Tam, mach keinen Scheiße. Danke dir, Mann. Kennt ihr den noch? Das sind Zeiten. Wie lange ist das her? Ein halbes Jahr einfach. Einfach Legende. Ey, war auch schon Legendenstatus. Zeiten. Handling ist aber scheiße, ja. Das ist halt Flix-RP, Bruder, ja. Flix-RP hat kein RP. Das ist ja einfach so. Keine Ahnung, ist so wie GTA Online, glaube ich. Lass mal die Gangs abchecken. Ah, verdammte Scheiße. Shit, Bro. Hallo? Ich bin's von gerade eben. Ja, was geht? Bruder, jetzt ich wollte. Ey, Samu. Was guckst du denn da im Hintergrund? Ey, Samu, Walla, ich liebe dich. Walla, du bist mein Lieblingsstreamer. Alles gut, Mann. Samu, Bre. Ja? Bruder, wenn du mich hörst, ich küsse dein Herz, ich mag deine Videos, ich liebe dich. Alles gut, Mann. Ich bin jetzt wahrscheinlich gebannt. Komm, lass mal RP machen. RP? Ja, komm. Sicher. Ja, sicher, dann kannst du aufpassen und mach mal ein bisschen Action. Hast du Bock? Ja, aber ich hab keinen Bock auf diese Gambo-Filme, ich sag dir. Nein, ehrlich. Wir machen keine Gambo-Filme, Mann. Wir machen RP. Wenn jemand. RP, was für RP denn? Wie, gibt's hier keine RP oder was? Schwierig mit den Leuten, ich sag dir ehrlich. Ja, aber als ich kam, waren hier schon überall bisschen Schießerei vor dem und so. Naja. Ja, klar, komm, wir können versuchen. Ja, komm. Und lass das aussehen, komm. Und wie fandest du das Video? Hat's dir gefallen? Was? Das Video? Welches Video? Ah, Gürka, als ob du das nicht gesehen hast. Welches, das von mir oder was? Ja, wo wir geredet haben. Ja, Digga, das ist ja schon 6 Monate her, Digga. Oder? Aber fandst du geil? War lustig, nicht, komm, gib zu, Mann, mach keinen Scheiß. War lustig. Alter, ich hätte niemals gedacht, dass ich hier mit Gürka chill, Alter. Ich muss aber dazu sagen, Gürka, du wurdest schon bestimmt 4-5 Mal getoppt, war von damals. Bitte? Du wurdest von damals schon 4-5 Mal locker getoppt von anderen. Ich hab... Ja, das war die Anfangsphase, seitdem habe ich so viel Scheiße erlebt. Du glaubst gar nicht, was ich für Supporter. Hätte ich gewusst, dass es solche Supporter gegeben hätte, noch geben würde, dann hätte ich damals niemals sowas gesagt. Wie alt bist du, Mann? Ich 18. 18, Alter. Du bist Legende geworden bei mir. Ja, aber frisch. Damals warst du 17? Nee. Dann mach mal deinen Glück. Ich weiß nicht, Digga, wo soll man hier? Zeig mir mal was. Was gibt's denn hier auf dieser Insel? Ich sag dir ehrlich, hat sich echt. Ich weiß nicht warum, hat sich echt verschlechtert. Hat sich verschlechtert von damals? Also von Spielerzahlen her, Mensch. Also, ja, ist mir aufgefallen. Schwierig. Damals immer 440, glaube ich, also. Ich frage mich, woran das liegt. Was hast du gedacht damals, als du das gesehen hast? Hast du gelacht oder was abgefuckt? Was denn? Das Gespräch. Was meinst du, das alte? Ja, das war, keine Ahnung, vor einem Jahr oder wie, das war 6 Monaten. Nein, ja, ich fand es lustig, aber weiß nicht, war ein bisschen... Damals kann ich dich ehrlich nicht, also weiß nicht. Ja, damals, Bruder, das war auch die Anfangszeit. Ja, aber das Einzige, was mich ein bisschen getriggert hat, war so dieses Fanboy und so. Weil ich irgendwie unangenehm, weil ich Gänse auch ein bisschen bekomme, sag dir ehrlich. Ja, aber war Schusscall, gib zu. Nein, ich sag dir offen und ehrlich, damals war kein Schusscall bei uns. Oder war? Ja, aber nur das die, war. Nein, ich hab dir gesagt, verpiss dich hier und so. Ja, aber damals, das war kein Schusscall bei uns. Aber ich hab zu dir ja gesagt, dass. Ich glaube sowas, ich hab dir gesagt, geh hier weg, sonst passiert was Schlimmes oder sowas. Irgend sowas. Ja, aber das ist kein direkter Schussball gewesen damals, seid ihr ehrlich. Ja, aber das ist ja Mucha. War unlogisch. Ja, es ist unlogisch, ich weiß, aber es war halt damals so. Was ich meine. Wenn du den 1:1 Ausstellungskleider oder so sagst, das ist doch Much gewesen. Das ist das, was ich für damals erklären wollte. Das ist Much-RP, wenn du sagst, trotzdem, diesen Satz. Ja, ich weiß schon. Es war aber trotzdem kein Schussball gesehen. Natürlich war es Schussball. Ich hab gesagt. Ja, tamam, wenn du sagst, aber. Sagen wir, treffen uns in der Mitte. Es kann ein Schusscall sein, aber muss auch nicht es sein. Es war ein halber. Realistisch war es einer. Ja, okay. Oh, ja, Mann. Was sollen wir jetzt machen? Gürkan, Alter. Ja, ich habe Gürkan in der ersten Phase kennengelernt damals. Das war die ganz Anfangsphase. Also das war die ersten... Welches Video war das? 17 war das. Keine Ahnung, damals, das war halt der Anfangs... Das waren die ersten Support-Gespräche. Damals habe ich noch nicht mit so vielen Support, aber...
Bruder, seitdem, ich habe schon bestimmt mit 500 Supporter geredet. Du warst auf jeden Fall nicht der Schlimmste. Da kamen danach so viele, danach so viele Sachen passiert. Du wurdest so oft schon getoppt. Also du wolltest mich schon auf Krampf ein bisschen bannen, ne? Sei ehrlich. Was, damals? Ja. Ehrlich nicht. Aber für sowas wird man doch nicht perma gebannt. Ja, aber Leute haben mir dann gesagt, dass du öfter so Scheiße baust, wenn ich hier noch da bin. Ja, aber was redest du, Bro? Ich war da in 5 Minuten auf dem Server. Das war gefühlt die erste Situation. Nein, nein, ich meine allgemein. Also auf anderen Servern? Leute kennen ja deine Videos und so. Ja, aber damals habe ich ja nicht gemacht. Damals, wobei, Teil 17, da gab es ein bisschen... Ja, das war ja Anfang, deswegen. Und viele von unserem Team und so kannten das ja schon, deswegen. Achso, was ist denn mit Eigensupport? Ja, was? Ist das immer noch erlaubt? Bei so Sachen wie früher, ne, also so kleinere Situationen halt jetzt, zum Beispiel Supporter gegen dich, sagen wir mal jetzt wieder als Beispiel ich gegen dich, dann ist es erlaubt. Immer noch. Also es kommt halt darauf an, wenn du wirklich einen Fehler machst, also einen eindeutigen Fehler, dann ist es erlaubt. Bei so größeren Aktionen, zum Beispiel von Frag gegen Frag, ist halt nicht so. Das Ding ist, damals, als wir das Gespräch hatten und so, war es zwar lustig und so, aber im Endeffekt, das ist ja Supportgespräch und so. Ich sehe das im Endeffekt irgendwie jetzt so nach langer Zeit so, eigentlich nur als Spiel, war. Ich sehe das gar nicht persönlich. Ich könnte mit Leuten normal reden, die, wo ich irgendein Support mal gesagt habe, dass das die größten Bullen sind. Das ist richtig. Aber im Endeffekt ging es ja nur um ein Spiel, ne? Es ging ja nur um die Situation und um nichts Persönliches. Natürlich, es gibt ein paar Menschen, die ich wirklich auch dann, wo ich persönlich sehe, wenn ich sehe, die haben echt, die sind richtig madig. Zum Beispiel, wenn die mich DDoS oder so, dann ist das ja wieder was anderes, ne? Nee, ich weiß nicht, Svens. Da hat das ja nichts mehr mit Spiel zu tun, also, da geht das ja komplett Ding, persönlich. Was machen wir jetzt hier? Mach mal RP, lass mal irgendwas machen. Geht nichts. Lass mal Raub machen. Auf die gute alte Zeiten. Ich fahr auch wie ein Besoffener. Das mit der Farbe soll noch ein bisschen üben können. 18 Uhr Sonntag kann ich dir Nachhilfe geben. Growth-Tanke geht mit. Ja, Bruder, Growth-Tankstelle wird doch in den Arsch gehen, wenn da Jubiläum machen. Nein. Was machen wir? Fahren oder ballern wir die weg? Ja, die werden sowieso auf Schießen aussehen. Echt? Schießen die immer oder was? Ja, am Ende schießen. Haben die Helme? Nein, nicht mehr. Okay, perfekt. Oh nein, der wurde schon gestartet. Ja, wir müssen kurz warten. Was willst du denn hier, mein Kollege? Was gibt's denn jetzt? Ich wollte einen Donut kaufen. Einen Donut, ah, okay. Dann kauf den Donut, dann verpiss dich raus. Natürlich doch. Okay, wo kann ich sehen, wie viele wach sind? F10. F10, 5 Korps. Ach, das ist doch mit links. Ja. Abflug raus, sonst tot. Okay. Glückan, was ist das eigentlich für ein Stand? Jute? Was ist das eigentlich für ein Stand? Was meinst du? Was sind das für Handschuhe, Lan? Du hast die gleichen Schuhe und Handschuhe wie ich. Also ja, das ist mein Elsenor-Wit. Also, raus, sonst tot. Moment. Nein, geh woanders kaufen. Ja, warum haben sie gesagt... Warte. Raus, bist euch. Ihr Kollege soll mal einen Griff halten. Das zielt er einfach ja, auf. Ja, hau mal ab jetzt, das ist mein Kehlkopf. Was willst du? Bist du frech? Alter, du... Alter, hier steht Gökhan vor dir, Lan, wie redest du? Juck mich das. Der legendäre Gökhan ist hier, Lan. Geh mal jetzt, komm. Laber nicht, Digga, wer bist du? Das ist Gökhan, Amon, Digga, weißt du, wer es ist? Du Schwanz, Digga. Alter, wie kann man nicht wissen, wer Gökhan ist, Lan? Ja, das ist der echte, Bruder. Das ist der echte Gökhan von Teil 17. Ihr glaubt es mir nicht, aber das ist der echte Gökhan. Leute glauben es einfach nicht, Bruder. Ich sag dir, Gökhan ist Legende geworden. Amunako, du Munchojo. Ich dachte, du willst den Donut kaufen. Du hast doch deinen Donut, jetzt verpiss dich doch. Natürlich doch. Ich muss den... Bruder, verpiss euch hier. Wir machen gerade einen Raub. Raus hier, wir machen Raub. Okay. Bruder, lass verpiss euch mal. Sonst wäre ich unangenehm, das wollen wir ja nicht. Ihr Schwanzlutscher, verpisst euch zu eurer scheiß Sota, mein Engel. Geht ja weiter Cock lecken, Bolas ist hier. Ich glaube, da wird gedeppert. Alter, das muss man jetzt flotter gehen, Mann. Gökhan wird ungeduldig. Verdammte Scheiße, Mann. Was ist das? Ist das ein Raubumgang oder was? Keine Ahnung, entweder das oder Cooldown. Ey, jo, Mann. Ich gebe dir jetzt nur eine Chance, dich hier zu verpissen, ja? Natürlich doch. Du Stück Scheiße. Ich hab mir nur neue Zigaretten geholt. Ja, du raus, neben Zapfsäule, wo Benzin rauskommt. Lan, zick dir, geht da mal rein, Mann. Hier hab ich meine anderen Zigaretten reingemacht. Sonst Schwanni raus, gegen Backe links. Ich klatsch mein Schwanni so fett gegen deine Motorradhelm, dass er auseinanderbricht. Hast du mich gehört? Natürlich, ich geh rein in mein Motorrad, ich verpiss mich. Moin, denn. Hey, Bullshit. Was willst du denn hier, Alter? Willst du reparieren oder was? Ja, natürlich. Raus hier, wir wollen den Laden ausrauben. Scheiße, ihr wollt hier ausrauben? Ja, verpiss dich. Sollen wir den Penner nicht als Geisel nehmen? Fass mich nicht an, du Penner, nach hinten. Scheiße. Ab nach hinten. Sonst schiebe ich dir deine Bohrmaschine in den Arschloch. Dein Vater bittet den schwarzen Nerv aus, du. Da hörst du mich. Mütze runter, wenn du mir redest. Hast du mich gehört? Nein, mein Helm, du hast meine Glatze geleakt, du. Du blöder Piskopat, Alter. Schau dich mal an. Was ist das denn für eine Glatze, Alter? Glatzpatrouille. Dann sehe ich halt aus wie eine Eichel, Alter. Fass dich, Mann. Nein, Gökhan, das kannst du mir nicht erzählen, dass sie plötzlich 9 Polizisten wach sind. Eben waren es 4 oder 5. Alter, ja, was für ein Schanzlutscher. Lass die Juwelier kommen. Scheiß auf der Eichel, kleine Abgökhan.
Was? Nein, komm Göcker, mach mich stolz. Sag, dein Hund trägt Socken, du Göcker, komm, mach doch keine Miese mal, ein bisschen. Nein, müssen wir mitnehmen. Der ja, okay, Ufer. Komm mit, du Glatzkopf. Oh, Brot nach Hause nehmen. Steig hinein, du Glatzkopf. Bist du dieser eine Typ da? Wir haben Captain Jack Sparrow zu Hause. Ach, halt deine Fresse. Sonst klatsche ich meinen Schwanni auf deine Glatze, das wollen wir ja nicht. Oder wollen wir das jetzt mal? Das ist ja nicht das erste Mal. So, Glatzkopf, warte mal, bevor der rauskommt. Egal, 500 Sekunden, sollen wir warten? Sollen wir warten, 8 Minuten? Ja, ich bin nicht. Oh nein, Mann, das piept ganz halt. Alter Schwede, ich halte das nicht aus. Das piept, mach ich verrückt. Der piept gar nichts. Ja, schieß mal. Hier, schieß mal. Piept, habe ich auch gar keinen Bock dafür. Nein, das passiert, ist weg bei mir. Schieß mal hier. Viel Spaß mit dem Piepen, Gökhan. Beruhig dich, du alter Sack. Dein Hamster ist Polizist, du. Beruhig dich, du alter Sack. Wir wollen ja nicht, dass dir was zustößt. Mein Vater hat Sommersprossen. Beruhig dich. Scheiße. Okay. Beruhig dich. Das ist meine letzte Warnung an dich. Ich bitte dir. Okay. Mach ich nach Hause? Sag, du sollst die Fresse halten. Oh, okay. Du willst ja nicht, dass ich ungemütlich werde, oder? Lack, wie heißt du, Alter? Du Was war das? Okay. Gökhan, du verhandelst und ich bring mich in Sicherheit, ja? Und wir haben noch einen dritten Komplizen, der bei der Geist ist, angeblich. Aber ich darf nicht verhandeln, weil die kennen alle meine Stimme. Ja, wie? Die kennen ja nicht Stimme. Du hast eine Maske am Unangenehm. Ja, verstell ja, irgendwas. Mach Stimmfetzer oder mach... Soll ich für ihn reden? Okay. Lass die Fresse halten, du alter Sack. Lack, deine Oma bestellt Salat bei Subway. Okay. Fresse halten, sonst küsst du die Wand, hast mich gehört. Ja, Jungs, das ist der Gökhan. Mein Gott, glaubt ihr es mir? Das ist der legendäre Gökhan. Seht ihr nicht diesen Stand? Den kann doch nur einer haben. Was ist denn das für eine Frage? Die Leute glauben es mir einfach nicht, dass du die Legende Gökhan bist. Schwierig. Dann glauben sie es halt nicht. So machen. Ist irgendwas, Opa? Dich, Mann. Dich? Oh, okay. Küsst erstmal den Schreibtisch. Noch was? Ich denk mir noch was aus. Ja, komm dann später wieder. Ja, okay. Jungs, tut mir leid, falls ich störe, aber ich muss aufs Klo. Du da... Zieh die Hose aus, mach in die Ecke. Scheiße, Mann. In die Ecke. Hose runter. Zieh die Hose aus. Ich kann meine Hose ohne mit Fessel nicht ausziehen, du... Ja, dann piss einfach. Lass einfach fließen. Nein, das kann nicht. Da, na, hast du Pech. Das ist meine Uniform. Da ist mir doch scheiße, dann soll deine Blase platzen. Wechselst mir dann die Windel? So, wechselst du es da, ne? Die, gleich kommen noch die Cops, die wechseln dir die Windeln. Fang an jetzt, lass fließen. Ich bin schüchtern, du musst wegschauen. Ja, komm. Okay, danke. Gökhan, guck nicht mal an, der pisst dich gerade in die Hose. Guck mich nicht an! Guck weg! Ah! Alter, du sollst pissen und nicht scheißen, was soll denn? Du bist ein Super Saiyan geworden, was ist da los? Okay, bin fertig. Wenn man da drin ist, hier, voll in der Hose, du alter Sack. Guck dir die Zahnschmerzen aus dem Mund, sie. Hast du gehört, Mann? Du redest. Weißt du, mit wem du hier redest? Mit wem? Das ist der Gökhan, der Legendäre! Ah! Benimm dich mal! Warum werde ich jetzt deswegen geschlagen? Du sollst wissen, wo dein Platz ist! Kleiner Piskopat, Alter, wir sehen uns noch. Was war das? Was war das? Ah! Was lutzt, du alter Sack? Alter, du riechst nach Pisse. Was kommst du wieder rein, Alter? Du ja, natürlich riech ich nach Pisse, Alter. Geh weg von mir, du riechst nach Pisse. Willst du meine Winsel noch haben? Hier, Alter, Souvenir, Alter. Du riechst nach Pisse, Mann. Oh, klappt's? Ende. Kleiner Dieselsack. Let's go, fang du an. Ich kümmere mich um den alten Sack. Nein. Fass mich nicht an. Stück Scheiße, benimm dich. Für eine Belästigung. Das ist eine Kacke hier. Benimm dich. Also, dieser alte Sack steckt aber echt viel ein, wa? Benimm dich, du alter Sack. Okay. Ich hab doch nichts mal was gemacht, Alter. Du kommst jetzt grundlos nur noch rein. Du versiffst dir die ganze Bude mit deinem scheiß Geruch, Alter. Du hast hier doch selber hier hingepisst, Alter, auf den Boden. Die Fresse, du Stück Scheiße. Das warst du. Ich glaube, wir werden enge Freunde. Aha, die Cops. Gökhan, macht euch bereit, die Cops. Grüßt euch, Kollegen. Ich habe hier eine Geisel, den Mustafa. Kennst du den? Aus der Army? Mustafrau. Ja, sie meinen Mustafrau. Ja, Mustafrau, Leute, der so noch heißt. Ja, was wollen sie denn für die Geisel haben? Wir möchten freies Geleit. Ein Komplize sammelt gerade die Juwelen und ein Komplize ist bei Mustafa. Dann... Mustafa, ich bin jetzt dein Mund zu, ja? Okay. Du Stück Scheiße, damit du nicht verrätst, dass dir kein Komplize ist, du Stück Scheiße. So, oder warte, wir machen es anders. Du kannst reden, aber... Hallo? Ich schlag dir kurz deinen Kiefer ein, damit du nicht mehr schreien kannst. Der junge Mann, der gerade verhandelt hat. Grüß dich, mein Bester. So, mein Komplize kümmert sich um, die Musterfrau. Ja. Der andere Kollege sammelt gerade die Reden. Damit ich weiß, wie ich sie anspreche. Ich heiße Abdurrahim. Ah, okay. Ja, Abdurrahim. Ja. Die haben drei Geiseln und eine Geisel, wie ich das richtig verstanden habe. Eine Geisel, drei Komplizen. Könnten wir die einfach alle mal hier vorne sehen, bitte? Alter, wo sind wir denn? Sind wir hier im Trödelmarkt? Dass du die Geisel hier präsentiert haben willst? Auf einem Silbertablett oder was ist hier los? Alter, was haben die für Langwaffen am Narkodomen? Das sind ganz harte Waffen. Was ist das denn für eine
Die scheiße Lanname und der hat Skam aus Fortnite einfach. Ja, ich weiß. Was ist das Lan? Hab ich auch noch nie gesehen, Lan. Ja, das ist schwierig. Lass einfach machen, scheiße. Müssen wir auf Schießen gehen? Nein. Wir müssen, das Spiel macht es so, dass wir ihn mitnehmen und rausreißen. Ja, wie sind die denn hier? Die werden uns das selber abknallen. Nein, macht es so. Meinst du, die werden das nicht, dass du es durchlöchern? Ja. Sicher? Nein, machen die. Okay, auf deine Verantwortung. Okay, mein Bester, wir werden jetzt die Geisel mitnehmen und wir werden mit der Geisel wegfahren und wir lassen die ein paar Schritte weiter draußen, wenn wir bemerken. Negativ, da können wir uns nicht sicher sein, ob sie die Geisel wirklich rauslassen. Da können sie sich sehr sicher sein, müssen nur gut zuhören. Und sie kennen ja sicher das Auto aus Razor dort hinten, beziehungsweise Auto aus Lopez. Ja, und wenn die Geisel dort vor das Tor stellen und dann weiterfahren. Was ist meine Versicherung? Ich weiß nicht, ist das Ihr Vater? Definitiv ist das mein Vater. Aber wieso meint er dann zu Ihnen, leck mich eben? Ja, weil er ab und zu mal ein paar Problemchen hat. Ich kenne ihn nicht. Halt die Fresse, du Arschloch! Was bist du für ein Vater? Ja, auf jeden Fall, Versicherung gibt's nicht. Müssen Sie halt Risiko. Ja, nee, so machen wir das hier nicht. Und dann also, soll ich ihn jetzt umknallen oder was? Risiko machen wir hier definitiv nicht, ne? Okay, Gökhan. Wir müssten schon was anderes vorschlagen. Was machen wir? Will ich nicht. Ich hab eine Idee. Nimm die Geise mit, geh in diese Ecke hier und dann knallen wir alle ab. Was willst du sonst machen? Nein, das ist dumm. Nein, wir werden, guck mal, drei stehen vorne, die werden wir instant ausschalten. Aber das ist kacke, ich will lieber ein bisschen sinnvoll hier rauskommen. Ja, aber die lassen uns mit der Geise ja nicht abhauen, was sollen wir da machen? Aber irgendwie muss es funktionieren. Ja, dann überleg dir was. So Jungs, geht mal auf süß weg, ja, macht man den Weg frei auf Chili Mini. Dann fahr ich mit denen zu Auto aus Lopez oder wie die Scheiße heißt. Das sind ganz nette, ja, die haben mich einpissen lassen. Ey, Gökhan, ich könnte jetzt drei sofort eliminieren. Nein, chill doch. Wir ja, okay, das Gökhan, ich sag doch nur, ich geb dir nur den Rat. Also machen die frei alles? Ja. Also sag das doch, Alter. Ich hab mich schon bereit gemacht. Ich zieh auf die Geise, macht keine Scheiße. Aber die Treppen runter, auf super angelehnt. Ja, das war's schon. Oh, was machen wir jetzt? Soll ich auf die schießen? So, springen sie raus, Herr Musterfrau. Oh. Hey, warum fahren die uns da hinterher? Ja, weil die dumm sind, ja, kommen eh nicht hinterher. Egal, die kommen eh nicht hinterher. Das Auto ist viel schneller von dir, oder nicht? Ja. Alter, das ist die Import-Power! Geh mal Turbo jetzt! Das ist die 100 Bitcoins Import-Power! Du willst bald einfach das Auto. Ja, okay, ja. Mein Bester. Dann haust du rein, Gökhan. Mach trotzdem keine Scheiße, ja? Ja, alles gut, Mann. Ich wünsche dir was. Aber rein, du Legende. Aber ich glaube nicht. Jo, Mama, was soll das, Alter? Pass doch mal auf, du Idiot. Du bist doch auf der falschen Spur gefahren. Oh, stimmt. Jo, krieg ich ein Lambo? Einmal rechts ranfahren, das Zielteam. Mag du weg. Amen, Herr Kordemann, ihr kleinen Metamuschis. Ey, wie schlecht. Abkürzung! Treffer-Seite! Abgeht! Einmal aussteigen! Aussteigen, ja, die Hände hoch! Okay. Die Hände hoch! Nimm die Hände hoch! Oh, f***, Alter. Wenn die mich hier finden, ist ja krass. Dann wäre es ja Meter, ne? Also ich glaube, die sind am Metern, aber die haben Angst zu kommen, die F***en. Komm mal, Bruder, wie kann man so krass metern, Bruder? Das ist ja widerwärtig, wallah. Wie der so unauffällig tut, ne? Oh mein Gott, das meinen die doch nicht ernst, ja? Bruder, wie kann man so krass metern? Oh, wenigstens mal ein schnelles Fahrzeug. Jackpot. Also rein theoretisch wissen die ja nicht, dass ich den Kollegen getötet habe, ne? Der dürfte jetzt gar nicht wissen, dass ich hier drinne bin. Rein theoretisch. Mich kannst du nicht verarschen. Steig aus, du Wichser. Ich hab gesehen, wie du meinen Komplizen umgeschossen hast. Oder das ist einfach so schlecht, ja. Oh Mann, ey. Einfach Mieter, sein Vater wieder. Was soll man auch erwarten von FlixApp hier am Anfang? Macht denen das Mittagessen trotzdem halt schwer, ne? Dass Leute Spaß daran haben, so zu spielen, so. Wo ist denn die Herausforderung, wenn du wie ein so in deinem Stream hockst und ganz weißt, wo der Gegner ist? Wofür spielst du das Game dann? Das Game macht doch gar keinen Sinn, finde ich. Ich weiß halt nicht, wie schwer das ist, eine Person zu finden, die so klein ist auf der ganzen Karte. Das ist unmöglich.
Beim Auftragskiller-Video habt ihr das bemerkt, zum Beispiel. Da habe ich auch eine Person gesucht. Habt ihr gesehen, wie lange ich den gesucht habe, bis ich den mal gefunden habe? Wie viele Leute ich befragen musste und so weiter? Metagaming und trotzdem verkacken, Alter, wie peinlich. Ich sage im Stream, die können gar nicht wissen, dass ich da drin bin. Und er sagt zu mir, mich kannst du nicht verarschen, mäßig. Genau, er gibt mir quasi eine Antwort darauf, was ich im Stream gesagt habe. Wisst ihr, was ich meine? Ich sage das und er sagt 1:1 die passende Antwort darauf. Was ein Sohn, Bruder? Wie kann man so ein Sohn sein? Wie kann man sich an sowas Spaß haben, ja? Voll peinlich einfach. Kann ich hier hoch? Oh, nice. Was ist denn hier? Hey, hier ist ein Auto, Alter. Ich glaube, mein Schwein pfeift. Ich glaube, heute ist mein Glückstag. Ich frage mich echt, wer den da hin platziert hat. Das Spiel ist irgendwie schon lustig. Ich weiß nicht, ob der immer noch da ist. Was machst du denn, mein Bester? Kann man dir weiterhelfen? Ich gammel hier ein bisschen rum. Ich habe kein Auto mehr. Also, warum fährst du denn... Hä? Warum denn hier runter? Dann gehst du hoch und suchst ein neues Auto oder so. Keine Ahnung. Was soll ich machen? Sammelt! Sammelt! Oder da ist er flöten gegangen. Kann ich vielleicht bei dir einsteigen? Nein. Wenn du zu mir ehrlich bist, dann vielleicht. Warum bist du hier unten? Sei ehrlich, dann können wir drüber reden. Ich bin gerade ein bisschen bei dir am Locken. Was bist du? Ich guck gerade zu, ja. Du bist deswegen weggerannt, ne? Um weg zu. Ja, ich hatte ein bisschen Angst. Ja, gar nicht der Geil. Ich küsse dein Herz. Ich hab nur eine kleine Rechnung mit dem Cops. Da habe ich was mitbekommen, Tat. Ich glaube, du hast gar nichts mehr mitbekommen. Oh, sorry. Ey, zieh die Schuhe aus und dann hören sie deine Skepsis, schreibt einer. Bruder, was redest du? Wo ich Urlaub machen würde? Keine Ahnung, Japan. Ja, Jack sieht auf eine. Oh, nice. Der hat mir den Motorrad vorbeigebracht. Mein Auto war fast kaputt, Alter. Was ein korrekter Dude. Alter, so ein geiles Motorrad. Oh, das war deine Idee. Sag das doch, Bruder. Sag mir das doch sofort, dass du mir das Motorrad vorbeibringen willst. Ich wusste doch gar nicht. Mein Gott, ey, die Leute sind immer so korrekt und ich schätze das immer so falsch ein. Ey, yo, wer bist denn du? Hä? Ah, Göcker, bist du es, Legende? Deine Cops haben mich eben fett gemetert, ja? Nein, ich hab schon mit denen gequatscht, alles gut. War kein Meter. Natürlich, Bro, die hab ich ja gefunden. Ja, ich weiß, ich hab mit denen gequatscht. Ihr Geschichte aus Paulanergarten, oder wie? Ja, so wie die es mir halt erklärt haben. Da, weißt du, was das Ding ist? Die haben richtig auf Hardcore angelehnt, die haben richtig unangenehm gewesen, ich weiß nicht. Das war so, die haben deine Person irgendwie identifiziert und so. Was weiß ich, frag mich nicht, Digga. Glaubst du das dem? Ja, egal, im Endeffekt haben die dich ja nicht gefangen, deswegen. Ist eigentlich egal. Ja, alles gut, das war Beta-Game, da brauchen wir die Stube zu spekulieren, war 100%. Oh Mann, so lustig. Stehen bleiben, aussteigen. Mein Auto. Eine Frage. Aussteigen. Hä, was? Ich hatte damit nichts zu tun. Ach so, ja. Perfekt. Ja, aber ich. Viel Spaß, du Klaas! Diese Rampe habe ich gar nicht gekannt, wa? Das gibt's ja das erste Mal. Also, weiß ich nicht, noch nie so viele Streams dabei gesehen. Was denn das? Alter, du hast noch gar nichts gesehen, das ist noch gar nichts. Ich finde das gerade voll angenehm. Ey, voll unangenehm. Nee, ich finde, es ist noch in einem sehr angenehmen Bereich. Ich weiß, du weißt geht gar nicht, noch? Wie. Ja, du weißt gar nicht, wie es normalerweise wäre. Es ist hundertmal schlimmer. Zu spät, jetzt ganz Kinder schlafen. Morden, alles, überall Busse, Flugzeuge, U-Boote, rassistische Begriffe, alles, ganz Paket. Aber den Cops hinterher da hinten. Ich will kurz mit dem reden. Hallo? Guten Tag. Herr Reinhardt. Ja, positiv. Wie geht's Ihnen heute? Mir geht's gut und Ihnen? Herr Brause! Ah, mir geht's auch sehr gut. Herr Brause! Ah, Herr Schuh. Scheiße, wie geht's Ihnen, Herr Brause? Super, und Ihnen? Wunderbar. Das freut mich. Was machen Sie auf Motorrad, Herr Brause? Ja, ich fahr mit einem Kollegen. Ach so. Ja. Hast du den Abend ausklingen lassen, ja? Wie bitte? Motorrad ist ganz schön am Dampfen. Abend ausklingen lassen. Richtig. Genau. Na gut. Da wünsche ich Ihnen noch einen wunderschönen, ja. Jo, gleichfalls. Warum sind hier so viele Leute, Mann? Wahrscheinlich sauer. Komm mal runter, Gürkan. Ey, auf Chili Mille Eile kennen. Oh, scheiße. Au, oh, shit, Mann. Ich hab den noch erwischt, bevor der weg war. Hast du gesehen? Ja.
Kennst du noch diesen Ort? Oh, Mann. Ich geh schlafen, Bro. Hab mich gefreut, dich wieder zu sehen. Ja. Oh, rein, ja.